Komm, nimm. Oh, ein Glück. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hier hinten die Kiste nochmal holen muss. Nein. Die ist nach wie vor offen. Das ist klasse. So, jetzt habe ich den ersten Deppen da erledigt. Muss da vorne aber nochmal was weghauen. Der guckt noch nicht so weit. Okay. Ich denke, an dem Rest kann man sich sogar vorbeischleichen. Muss man also nicht zwingend alles umnieten. So, ich warte jetzt einfach hier ab. Das ist sowieso das ganze Level total kacke gelaufen eigentlich. Ist aber jetzt wurscht. So. Die sehen uns hier nicht, das ist ganz gut. So, hier können wir nochmal so einen geilen Sprunkel machen, weil es geil aussieht. Rüber. So, wollte ich nämlich gar nicht. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Dieses blöde Level. So, den habe ich glaube ich so natürlich nicht genau am Eck gekriegt, sondern... Verdammt. Jetzt, komm. Runter, runter, runter. Ach, hier unten sind ja auch überall. Ach, komm, das kann doch nicht sein. Scheiße. So, gleich kriege ich ihn, aber. So, jetzt ist er aber fällig. Und wir direkt weg. War mir schon klar, dass sie den da sehen würden. Es macht aber nichts, wenn die die Leiche sehen. Denn die werden mich nicht mehr finden. Für die hat er einfach einen Herzinfarkt. Hoffe ich. Ja, von hier aus kriege ich es noch nicht ganz. Ich könnte noch ein bisschen näher mich wagen. Scheiße, verworfen. Nochmal. Jetzt habe ich's. Ich gehe aber nochmal runter, hole mir die Dinger hier. Einmal wieder. Zack. So, keine Sorge, das kommt alles in eine Folge, egal wie lang die jetzt wird. Das wäre mir selbst viel zu blöd, daraus jetzt mehr als eine Folge zu machen. So, gehen wir mal hier so rein. Ja, gucke mal. Was haben wir denn hier so alles? Alles voll hier. So. Haben wir hier nochmal was Hübsches gefunden? So, einmal genau schon mal hoch. So ist es fein. Ah, der guckt auch einmal da runter. So, na komm. Nimm ihn nach. Nimm den mit. Und schnell hier geduckt bleiben. Wird mich schon auch keiner sehen hier. Ist ja keiner, der mich genau erwischen könnte. Das Ducken ist eigentlich auch unnötig, aber ich finde es irgendwie realistischer, sag ich mal. Das gehört einfach geduckt gerade.
So, und auch du wirst erledigt. Zack. Okay. Hier können wir nochmal den hier machen. So, ich weiß, da könnte ich mir jetzt noch ein neues Wurfmesser holen, aber das spare ich mir gerade mal. So. Greifer. Da öffne ich doch mal die Datenbank. Was macht er denn? Greift zu. Ah ja. Mehrfachangriff bei Nahkampf, Gegenangriff. Der Greifer ist eine Eliteform des einfachen Rohlings mit verbesserter Rüstung und stärkeren Waffen. Wenn er dich zu fassen bekommt, kannst du seine Angriffe nicht mehr blocken, außer es gelingt dir, dich loszureißen. Diese Waffen sind wahre Schurikenmeister, sie werfen sich schneller und verursachen mehr Schaden. Na toll. Das heißt, der sollte uns niemals kriegen, sonst ist es schnell aus mit uns. Mal kurz hier gucken. Ah. Das sollte das dritte Feuer sein. Bewege L während des Blocks in Richtung des Gegners und drücke erneut B. Hä? Ach so. Ah. Pam pam, da kann man ihm schön eine reintreten. You have a good grasp of this combat technique. Now finish your fall. Exemplary work. Here ends my lesson. So, okay, alles klar. Hoffentlich kann ich mir das merken. 5 Kerzen, da waren wir doch schon bei 3, oder? Ich habe drüben eine Kerze vergessen. Ich gehe jetzt nur sicherheitshalber nochmal gucken, weil nicht, dass wir dann das Bonusziel nicht haben, weil wir eine Kerze vergessen haben. Sieht man das hier? Da, die Kerze, die habe ich noch nicht entzündet, oder was? Möchte ich gerade gar nicht glauben, irgendwie. So, und einmal hoch. Nö, die brennt doch. Müsste es eigentlich schon... Sei denn, der hat die eine Kerze wieder nicht gezählt, ganz am Anfang. Ach. Och. Müsste das jetzt sein? Okay, ja. Hätte er mich nicht ganz bequem einfach nicht sehen können. Machen wir hier hoch, bitte. So, danke. Das reicht mir. Hua. So, die... Na, die Wurfmesser holen wir uns erst, nachdem wir hier drauf geschossen haben. Jetzt können wir uns die holen. Puh, zum Glück bin ich nicht ganz an der Kante. Ah. An denen kommt man auch, glaube ich, gar nicht anders vorbei. Außer die umzunieten nach und nach. So. Ich verstecke mich jetzt einfach ganz feige. Ach, hier hätte man auch unten lang gehen können. Oh, oh, oh. Boah, Arschkopf. So. Weg ist es. Was haben wir denn hier drin? Was auch immer da drin war. Ah, hier wäre sogar so eine Deckung gewesen. Wie geil. Warte mal. Das nehmen wir noch mit. Ich weiß, es läuft gerade nicht so gut heute irgendwie. Aber naja. Kommt vor. Passiert in den besten Familien oder so. Oh oh. Wir stehen gerade ganz schlecht. Sucher. Verbesserte Wachsamkeit. Mehrfachgriffen. Hä? Eieiei, okay. Das heißt, der wird uns vermutlich
egal wo entdecken. Wie ging das denn jetzt hier nochmal mit diesem Dran-Husch-Dings irgendwas? Scheiße, ich weiß das nicht mehr. Ich muss mal kurz, irgendwo muss es doch Steuerung? Gibt's ja anscheinend nicht. Shit, ich weiß nämlich nicht mehr, wie das ging hier. Es ging doch irgendwie. Was war das? Ah, guck mal. So war das mit RB ganz normal, alles klar. So, einmal hier rauf. Ich soll mir Seile besorgen. Warum soll ich mir Seile besorgen? Ich was verpasst? Ach du Scheiße, die wollen ernsthaft, dass wir von Säule zu Säule gehen. Die Drecksäcke. So, passen mal ein bisschen auf. Wir hängen uns hier dran. Honey, gut. Oh, oh. Shit. Alter. Diese Sucher sind mies. Sind echt sehr mies. Okay, da dürfen wir einfach gar nicht erst nah rankommen, sonst sind wir gleich weg vom Fenster. So, ich hoffe, die sieht uns nicht. Okay, er sieht uns aber auch nicht einfach so im Dunkeln. Das macht er schon mal nicht. Das ist schon mal klasse. So, und den möchte ich gerne auch weghaben einfach, weil er mir gerade auf die Nerven geht. So. Tschüss. Haben wir den erledigt, dann können wir uns auch hier ein bisschen freier bewegen. Das macht es schon mal ein bisschen angenehmer. Ich muss mich doch hoch. Achso, ich muss darüber. Hä? Willst du mich verarschen jetzt? Hallo. Achso. Ja, natürlich. Kann ich auch noch da springen? Ja, aber hier ist nichts. Okay. Dann macht das natürlich wenig Sinn, hier hinzuspringen. Hier unten ist doch nichts, oder? Doch, da unten ist was. Dann müssen wir nochmal hier lang, sonst geht's nicht. So. Nö. Warum kann ich da nicht rüber? So eine Schweinerei. Ja, aber warum sollte ich... Egal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Sei es drum. Alter, spring da hoch, du Alte. So. Geht doch. Hier gehe ich erstmal kurz ganz drauf, bevor ich da irgendwo an den Seiten herumkletter. Man muss nämlich mal auch mal ein bisschen hier die Gegend erforschen. Nicht, dass man gleich ganz böse überrascht wird. So wie die beiden Kollegen gleich. Den einen erledige ich am besten gleich. Sobald der hier ist. Bevor ich mich jetzt runterwage und der sich plötzlich nochmal umdreht. Oder der am Fenster auf die Idee kommt, sich umzudrehen. Das wäre natürlich weniger schön. So. Ach, komm. So, vielleicht sollte ich einfach ein bisschen mehr kämpfen üben. So geht das ja ganz gut gerade. Komm. So. Alter, haben wir den endlich erledigt? Puh, was? Die wussten, dass wir dort gekämpft haben. Wo die uns nicht mal sehen konnten, die Drecksäcke. Huch, was ist denn jetzt los? Sammle Helixboost, um den Helixbalken aufzusammeln. Was macht das dann? Mit der Fähigkeit, kannst du von einem Versteck zum nächsten wechseln ohne Gegnern. Oh. Ah. Oh, das ist aber geil. Geil, Alter.
Ist ja genial. Und jetzt haben wir auch mal endlich einen Gebrauch für den ganzen Scheiß. So. So, der müsste sich eigentlich auch gleich aufhören zu unterhalten. Siehste? Klappt doch. Wunderschön. Das nächste könnte allerdings ein bisschen schwierig werden. So, der da muss noch weg und dann ist gut. Na komm. So, Helix Boost ausmachen. Ganz wichtig. Jetzt muss ich Leiter weiterlaufen, genau. Ja, komm, lassen wir mal das eine Sammel. Obwohl, nee, ich will das Sammelding haben. Ich bin Sammler. So, da bin ich nochmal schnell gerannt, weil ich nicht wusste, der sich jetzt bald umdreht oder nicht. So, in der Position verharrt er ja eh nicht lange, wie wir schon rausgefunden haben. Wie wir schon rausfinden mussten vielleicht sogar. Sonst hätte ich ja den Helix-Boost gar nicht benutzen müssen. Den ich nun mal benutzt habe. So, und dann wollen wir mal weiter gucken. Ich weiß, dass da oben noch was war. Ich habe es gesehen. Da oben ist auch eine Kerze. Verdammt, da würde ich eigentlich hin. Aber egal. Ich bin heute mal... Heute ist es mir jetzt mal einfach... Für jetzt ist es mir mal egal. So. Gehen wir mal... Hallo? So. Gehen wir mal lieber ein bisschen weiter. Haben wir unser... Huch, Schattengold. Komm, die können wir ja mitnehmen hier, die Kerze. Das schadet ja keinem. So. Wir haben, wie gesagt, die erste haben wir leider nicht mehr, weil die mal wieder bei dem zigsten Versuch wahrscheinlich einfach resettet wurde mal. Und wir es nicht gemerkt haben. Ach, guck mal, die kriegen wir sogar noch. Ja, dann. Ich dachte, wir wären da jetzt... hoffnungslos dran vorbei, aber dann, wenn das natürlich nicht sind, dann ist es ein kleines Geschenk und das nehmen wir an. So, außerdem ist hier eine Kiste, dass das Ganze hier gerechtfertigt und gut ist. So, zack, haben wir das auch. Fupp. Hier kamen wir her, ne? Genau, hier kamen wir her. Wunderbar. So, einmal darauf. Oh oh. Das sieht definitiv nicht gut aus. Nein! Oh, 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 ein Fasslauf. Fast so schlimm schon wie das Feuer. Geil. Naja, ganz schön mickrige Punktzahl, aber... Immerhin haben wir einiges gerissen. Das ist ja schon mal ganz gut. Wir haben alles mitgenommen, außer das Bonusziel leider. Da haben wir es nicht ganz geschafft. Hat uns der eine gefehlt vom Anfang, aber mein Gott. So, Helix Boost Upgrade. Beschleunigt das Anwachsen des Helix Balkens, wenn ein Helix Boost aufgesammelt wird. I am the blade in the shadows. My prey is Weibin. I shall walk in the darkness and strike swiftly. No one will stop me in my hunt. Then I will kill your master.